Servus Leute, ich bin's, der Steffen. Willkommen hier zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich laufe jetzt hier in der Förderstraße entlang und zeige euch ein wenig hier die Gegend. Ich war ja vor ein paar Tagen beim Bäcker Wunder und habe das Nusskip probiert, weil mir das ein Kumpel empfohlen hat. Das Video habe ich ja schon auf meinen Kanal hochgeladen. Und ich muss sagen, mir hat es gut geschmeckt. Preislich 1,70 kann man überhaupt nichts sagen für so ein Hörnler in der Größe, war also schön groß. Und wenn ich es nach einer Skala beurteilen würde von 0 bis 10, dann würde ich dem Hörnchen eine 9 geben. Für die 10 hat es dann doch nicht ganz gereicht, weil der sogenannte Wow-Effekt war doch nicht ganz so stark vorhanden. War aber trotzdem gut. Und jetzt gehen wir mal hier die U-Bahn-Haltestelle runter, die Maximilianstraße. Ich bin hier vor kurzem das letzte Mal wieder U-Bahn gefahren, nach langer Zeit, und die alten U-Bahnen mit den blauen durchgehenden Sitzbänken, die gibt es anscheinend gar nicht mehr. Wenn es einer was von euch, ob es die noch gibt, könnt ihr ja mal in die Videobeschreibung unten einfügen, also reinschreiben. Die Bildschirme, die gab es ja auch nicht immer. Der Automat, der steht glaube ich auch schon länger hier. Fotokabine hier links gibt es auch schon lang hier unten. Die Überdachungen, was ihr hier seht, wo oben der Sparkassen-Logo drauf ist, das ist jetzt seit einiger Zeit hier alles unter Denkmalschutz und gebaut worden ist das von 1979 bis 1981.
Hier Fernsprecher gibt es ja auch nur noch selten. Und der Kiosk hier, den wird es wahrscheinlich genauso lang gehen wie die ganze Überdachung hier. Also den gibt es auch schon lang. Also das U-Bahn-Netz wird ja einmal größer in Nürnberg. Was da die letzten Jahrzehnte an Stationen dazukommen sind, das ist schon, muss ich sagen, klasse. Das Handygeschäft hier, da war einmal der Lotto-Dotto-Laden drin, den gab es hier auch lang. So, jetzt mal nochmal den Schwenkerer hier. Vorne links ist dann auch das Gericht hier, also das Gerichtsgebäude. So Leute, und ich höre jetzt mal hier mit Filmen auf. Ich filme jetzt dann später weiter. Wir sehen uns dann später. Bis dann. Ciao Leute.